Das mächtige Ashikaga-Shogunat heißt euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Schwert und Speer Conquer the World Submod. Und wir haben Yoshimitsu aus der Tekken-Serie hier. Und mit denen wollen wir ja die Mongolen ein bisschen möcheln. Und übrigens unser Anführer ist ein Tyrann. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Wir sind Tyrann, wir töten alle, schnetzen alle ab und haben noch Spaß daran. Ja, wir sind schon extrem stark. Jetzt müssen wir nur noch uns ein bisschen ausbreiten in nach Westen und nach Süden. Und ja, mal schauen, wie es sich nur so entwickelt. Also bis hierhin ungefähr, ja, bis hier nach Rumänien wird es wahrscheinlich leicht sein. Ab dann wird es schwer, Europa zu erobern, weil wir haben nicht so gute Truppen und halt keine Schildträger und keine eine Schildträger haben wir am wenigsten. Wir haben eigentlich nur zwei Handwaffen und Katanas, also Einhandwaffen ohne Schild. Aber wir werden das schon schaffen, und auch wenn es noch hunderttausende Parts geht. Ich hoffe, es macht euch dann noch trotzdem Spaß, und ja, ich kann ja für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Ich habe da mal geplant, beim Stammbaum muss ich hier schauen. Hideo, der ist leider gestorben. Aber der ist schon lange gestorben. Der Ronin, genau. Der ist nämlich erst 26 und hat schon ein gutes Ding. Der ist zum Beispiel Samurai, nächtliche Kämpfer. Dafür hat er ein Handelsproblem. Minenwissen hat er. Und wo ist denn der? Der ist hier. Ah, der ist in der Kleinstadt. Der hat 5 Sterne. Und der hat mehr. Dann nehmen wir doch den Yoshimitsu als Kriegsveteran. Der hat nämlich auch schon Veteran als Gefolge. Zum Beispiel ist der grausam und gerissen. Furchtbar vernarbt. Hat ein Farmwissen. Ja, das wird noch cool. Machen wir den zum richtigen Kampf Psycho, der nur auf Kampf aus ist. Und ja, schauen, wie sich der Stammbau weiterentwickelt. Es werden ja, boah, wie viele Kinder werden noch geboren? Aber leider sehr viele Frauen, aber das ist gut, dann bekommen wir immer bessere Generäle, als so, wenn sie aufwachsen. Und ja, also hier haben wir die Timuriden, die waren bei einem Spiel von mir extrem stark und jetzt scheinen sie nicht so stark zu sein. Timuriden, ja, sind nicht so stark, die bleiben konstant, haben wir also leichte Chancen gegen sie. Was haben wir denn mit den Mongolen? Die sind auch, ja, die haben durch uns ein bisschen empfindliche, sind sie wieder runtergerutscht. Ja, und lebende, was lebt nicht mehr? Ming, Kiewerus und Königreich Polen lebt nicht mehr. Ja, die wurden ausgerottet. Eine von uns, zwei von anderen, und ja. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Ich denke nicht viel. Die haben Angst oben, die Mongolen. Ja, Braut vorgeführt für den Okimoto Satoshi. Für diese. Aha. Und eine Kaufmannsgilde, die ist sehr, sehr wichtig für Handelsrouten, glaube ich. Na, ist die Entdeckergilde für die Handelsrouten zuständig, dann ist die für die Landrouten zuständig. Aber die vermehren sich ja nicht, leider. Aber nehmen wir trotzdem, wir haben genug Geld und das ist wichtig, dass wir das machen. Es ist
ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So. Voller Stolz, mein König. Morgen früh Ereignisse seid dann auch wieder ein neues Familienmitglied. Und Admiral Nami ist ein alter Seemann, plus 5 Bewegungspunkte, plus 1 Kommando auf See. So, der Baubericht, Nanjing, ritterliche Stelle. Da könnten wir dann nochmals upgraden, oder? Meine Verwaltung ist wichtiger, dann nehmen wir den zuerst. Und hier heißt er noch Attentäter und nicht Ninja. Ein Schiffsbauer, nein. Händler Kai, ein Markt. Wie geht's noch weiter nach oben? Ah, das geht nach drüben wahrscheinlich oder so. Also hier oben haben wir doch erkundet, oder? Aber dort ist es auf der Karte auch rot. Also müsste dort oben nichts sein. Wir machen hier mal eine Ortswache, oder? Was ist denn eigentlich der Unterschied? Machen wir eine Musterungshalle zuerst. So. Und jetzt. Schauen wir mal hier rein. Ah, nicht die. Die. Was haben die für Probleme? Schmutz und Steuerstrafe. Ja, das ist egal. Und die gelb sind. Jetzt muss ich noch kurz schauen, wo wir denn noch Agenten haben. Wie lautet euer Befehl? Scheinbar nirgends. Oh, Turfan ist sehr gut bewacht. Da müssen wir schon fast. Was sollen wir jetzt tun? Mein König. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Die kommen hundertprozentig nicht raus, wenn wir in die Nähe gehen. Wenn wir jetzt dorthin gehen, dann wird unser Ding angegriffen. Dann bleiben wir hier. Edle Feind, ihr solltet uns fürchten. Lösegeld antworten. Abgelehnt. Ein überwältigender Sieg. Der da oben kann uns nichts tun. Dann gehen wir hier hin. Und dem Spion hier hin. So. Beziehungsverbessert mit Russland. Sehr gut. Wahrscheinlich, weil sie auch im Krieg sind. Und der Diplomat. Der geht einfach mal hier hin. Und hier müssen wir unbedingt irgendwas bauen. Was uns dann noch Ding gibt. So. Einen Priester. Also ich denke, der Diplomat ist hier gebaut worden. Ja. Ohne Bild. Es ist mir eine Ehre, mein König. Natürlich. So, was machen wir hier? Die Kanonie-Ding können wir mitnehmen. Er bleibt draußen. Mein König! Einen von den einen hier. Mein König! Eure Befehle? Mein König! Dafür einen von denen und einen von denen. So. Jetzt müssen wir nur wissen, wo in Borneo ein Ding ist. Eine Stadt, also ein Dorf. Wahrscheinlich noch. So. Davoe. Der Ninja schaut mal, ob er hier irgendwo kleine Truppen sieht. Einzelne ohne General, damit er die ein bisschen metzeln kann. Timuridisches Dorf. Neutral. Hier oben müsste auch noch eine Stadt sein, gehen wir oben durch. Und hier hatten wir doch noch irgendwo was. Also dieses haben wir gemacht. Hier haben wir auch. Hier haben wir einen.
Okay. Der Spion hier geht hier nach drüben, genau. Und sonst der Diplomat hier oben, genau. Sofort. Sehr wohl, mein König. Morgen geht die Reise weiter. Morgen geht die Reise so, weiter. So, okay. Also es läuft jetzt momentan gut. Weniger Probleme, einfach eben, dass ich die Stadt noch nicht einnehmen kann. Aber er hat sowieso zu wenig Laufpunkte, Bewegungspunkte. Mein Herr? Da ist eine Stadt. Dann ist hier keine Stadt. Ja, Kapitän. Gehen wir mal hier entlang. Segel setzen. Hier oben entlang. Kein Wind mehr, Kapitän. Wir segeln morgen weiter. Werf den Anker. So, und weiter. Eben dieses Schiff geht hier nach Borneo. Jetzt sollte eigentlich alles fertig sein. Und ja. Noch schöne Details beim Hafen. Okay, ich denke, man könnte weitermachen. Ich speichere halt nochmals. So. Und weiter geht's. Ah, dieses Schiff, das zurückkehrt, aber das ist egal. Das fährt ja. Und ein aufstrebender Kommandant, Katsuyori. Kriegsnamen. So. Ja, dieses Schiff ist fertig. Ja, mein König. Ja. Hast du noch genug Loyalität? Ja. Komm, dann kriegst du hierhin. Fortbildung. Und ein neuer Spion, bitte. So. Jetzt ist wichtig, dass wir noch hier einen Bogenschützen ausbilden, der dann denen anschließt. Ja, braucht noch einen Bogenschütze. Und Finanzen ist rot ab 1. Was waren wir? 0. Aber ich denke, das heißt einfach, dass wir ein bisschen weniger Geld haben und fast vom ersten Platz verdrängt wurden oder so. Gemeiner Anführer. Edo. Was haben wir denn hier? So schönes. Ja, ein Trostregister. Vladivostok nehmen wir. Eine Farmgemeinschaft. Und hier bilden wir auch noch. Ja, einen. Ja, die Samurai aus. In Yumen. Ist nichts los. Da wo er ist zum Beispiel ein Trampelpfad nicht schlecht. Zuerst eine Rodung. Oder ein Hafen, genau. Sehr wichtig. So. Und dann haben wir hier noch die zwei Sachen. Einen Priester in Yumen. Ja, mein König. Das ist ein Skin von den Amerikanern. Wie kann ich ihnen? Passt nicht so ganz. Was will der? Wieso hat er so viel Kampf-Ding? So viel Kommando? Der Vatikan macht nur Krieg. Wir werden niemals aufgeben! So, wie machen wir das am besten?
Wir gehen hier oben hin. Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Ja, easy. Sie haben es angenommen. Besseres als den Tod verdient. Gefolge vergrößert sich, Kupferaxt. Wir haben ein neues Ding. Wir haben ein neues Gefolge. Eine Kupferaxt. Ja, sie redet mit mir. Und wir haben eine herausragende Beziehung. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier zum Beispiel, ja, Bogenschützen ausbilden. So. Ha, jetzt haben sie keine Chance mehr. Ich liebe Bogenschützen, die geritten sind. So. Aber ich hasse sie als Gegner. Ist klar. Mein König. Ja, mein König. Wie ihr wünscht. So, 39 Leiter. Kann man mit Ninjas, also mit Attentäter, gar nicht mehr so gut angreifen. Bei Rome Total War konnte ich da immer sehr easy ganze Heere niedermetzen. Also die Generäle immer wieder niedermetzen. Die ganze Zeit. Aber jetzt geht es nicht mehr so gut. Mein Herr? Ja, Kapitän. Segel setzen. Ja, Kapitän. Ja, wie ihr wünscht, Kapitän. Segel setzen. So, die unbedingt hier nach oben. Den Kurs bitte noch einmal, mein Herr. Und die nach unten. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. So, Delle. Ja, ein Priester haben wir ja. Ein Spion hilft überhaupt nicht weiter. Es ist mir eine Ehre. Die habe ich bewegt. Benötigt ihr einen Weg? 65%. Gehe ich mal mit dem ein bisschen nachher. Typen. So. Und der kann ja irgendwo hier in die Mitte gehen. Da hat er am meisten Blick. Und wieder diese Musik. Wie kann ich helfen, mein Herr? So, was haben wir denn noch? Nichts mehr zum Bewegen. Ich beschäftige mich mit spirituellen Dingen, mein Herr. Das ist aber nicht gut, wenn der da oben Orthodoxen verbreitet. Ja, da kann man keine Ninja machen. Wenn wir hier einen Ninja machen, so, dann können wir dann nach oben. Gut. Machst du mal bitte, Peking. Und hier kann man hoch. So. Gut, ja. Dann haben wir schon wieder eine Runde. Ja, ich möchte jetzt auch nicht allzu viele Runden im Voraus aufnehmen. Ich tue lieber dann immer wieder aufnehmen. Dann habe ich auch mehr Spaß. Und ja. Und ihr könnt mir dann ein paar Tipps und Tricks geben oder sonstige Sachen. Das wäre sehr toll. Und jo. Ich denke, ich halte mich gut und ich hoffe, dass die nicht irgendwie angreifen. Aber diesen unten unterzahlen, da können wir auch selbst stellen, dann haben wir noch eine bessere Chance. Und ja, eben. Ab und zu möchte ich schon ein paar Schlachten selber stellen, aber so kleine Schlachten möchte ich nicht. Also wenn dann, wenn ich in Unterzahl bin, gegenüberzahl, dann selbst steuern oder eben so große Schlachten wie hier momentan ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob es sich lohnt bei solchen Mauern. Ja, es ist nur eine Palisade. Dann könnte ich eigentlich das nächste Mal die angreifen, aber es ist halt schwer. Sie haben zwar nicht so gute Truppen, aber ich denke, es wird sehr schwer werden. Irgendwie müsste man die noch schwächen, aber das nächste Mal. Okay, dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja.
viel Spaß noch mit anderen Videos. Bis bald. Tschüss.